finde Frauenfußball und auch den FSV Gütersloh absolut interessant. Da sieht die Kernaussage sein, wir haben gerne Oberliga gespielt und wir sind in anderen Vereinen dankbar für die Gastfreundschaft. Aber wir sehen euch gerne wieder, aber wenn, dann in der Regionalliga. Ja, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass der Sprung in die Regionalliga zu unterschiedlichen Veränderungen führt. Natürlich sportlich, aber auch wirtschaftlich und infrastrukturell. Und da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Und zwar, was muss denn ein Verein überhaupt machen, um quasi in der Regionalliga teilzunehmen, vor allem in wirtschaftlicher Sicht? Verändert sich da sehr viel im Vergleich zur Oberliga? Ja, wir haben in der Oberliga ein Etat gehabt von 1 Million Euro und waren sicherlich dann einer der 2, 3 Großen. Vielleicht waren wir auch der Größte, das weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie man die Etats dann in anderen Vereinen wertet. Aber so 1 Million Euro war in der Oberliga schon top. Jetzt in der Regionalliga kalkulieren wir mit einem Etat von 1,8 Millionen Euro. Das ist also fast eine Verdoppelung. Und sind damit keiner der Großen. Da sind wir, sage ich mal, gutes Mittelfeld. Also wenn wir am Ende der Saison 10. werden, 12. oder 8., dann wären wir sicherlich in dem Bereich, wo wir rein wirtschaftlich betrachtet auch hingehören. Okay, aber das ist ja ehrlicherweise auch eine gute Orientierung, sage ich mal, damit der Fan ja auch da draußen weiß, wo er nächstes Jahr vielleicht dran ist und er nicht irgendwie jetzt schon denkt, vielleicht geht es nochmal nach oben oder so. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man das auch relativ offen kommuniziert. Da muss einfach noch viel mehr passieren. Man muss einfach sich angucken, Münster ist jetzt aufgeschieden, davor Essen, die waren natürlich noch Sonderfälle. Aber wenn man auch mal, Rot-Weiß-Oberhausen nimmt, Alemannia Aachen, ne? das sind eigentlich Aachen vor allem Zweitligavereine. Ne? Also Aachen ist ein Zweitligaverein gefühlt. Es nutzt denen nichts, sind trotzdem in der vierten Liga. Aber da sind wir natürlich meilenweit von weg. Muss man. Ja, vor allem, die haben Aachen natürlich auch ein ungemein großes Stadion. Und wir schauen ja jetzt gerade auch ins Heidewald-Stadion. Gab es hier irgendwelche Auflagen, die beachtet werden mussten bezüglich Regionalliga? Wir mussten WLAN müssen wir anbieten für die Presse. Aber sonst rein für die Regionalliga müssen wir keine großen Geschichten machen, weil das Entscheidende bei der Stadionlizenz für die Regionalliga sind die Sicherheitsfragen. Das heißt, man muss Blocktrennung haben, man muss einen eigenen Zugang haben für Gästefans, dass man halt gewährleisten kann, dass auch problematische Fangruppen hier sich ein Spiel angucken können. Und das natürlich haben wir natürlich auch in den letzten Jahren auch immer wieder Spiele gehabt, wo zum Beispiel Arminia Bielefeld gegen PSV Eindhoven letztes Jahr, wo das Stadion schon gezeigt hat, dass es das kann, mhm. Dass es auch große Spiele leisten kann. Und deswegen war da eigentlich von uns nie die Sorge und war auch ganz klar, dass hier große Investitionen für die Regionalliga nicht nötig sind. Aber bei der dritten Liga sah das anders aus, muss man ganz einfach sagen. Aber für die Regionalliga ist es ein tolles Stadion. Findet das denn mit Kameras auch in der Regionalliga schon statt, dass da jetzt nochmal eine Veränderung? Wird übertragen von Sport Total. Die haben die Rechte an die Regionalliga und werden auch jedes Mal mit einem Kameramann anrücken und werden das auch kommentieren. Das hat also eine gewisse Qualität. Das ist vielleicht nicht Sky oder die Sportschau, das will ich nicht sagen, aber ich behaupte, das kann man sich sicherlich gut anschauen, aber es kostet eben auch Geld. Das ist auch klar, jedes Spiel, also jede Übertragung kostet 5 Euro für den Zuschauer, beziehungsweise bei Topspielen 10 Euro. Und dann gibt es noch ein Topspiel des Spieltages, da ist der FCG sicherlich auch mal dabei, wird bei Magenta TV übertragen. Also wer Magenta TV zu Hause hat, kann wenigstens ab und zu mal den FCG dann auch sehen. Was zumindest nicht schlecht wäre, sage ich mal. Ne? Ja, und daran merkt man, dass das eine andere Liga ist, dass das einfach ein anderes Gewässer ist, ne? Und wo die Fische ein bisschen größer sind. Ja, und dann würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die finanziellen Fragen gehen. Und zwar hast du ja gerade schon gesagt, dass ein deutlich größerer Etat dieses Jahr ist. Wie sieht das denn mit den Sponsoren aus? Sind da alle noch an einem Strang oder sind sogar vielleicht neue dazugekommen? Ja, wir hatten in der Oberliga so roundabout 80 Sponsoren und jetzt sind wir bei, ich lege mich jetzt nicht auf die letzte Zahl fest, aber ich sage mal 110 müssten wir jetzt haben ungefähr, ne? Oder 100 bis 110. Daran merkt man schon, was dazugekommen sind und da sind nicht nur kleine Fische oder kleine, was heißt Fische, kleinere Sponsoren dazugekommen, sondern auch größere. Und man merkt auch, dass die Sponsoren, die wir haben, da haben einige auch, dass sie jetzt mehr Unterstützung geben, also nicht nur einige, sondern fast alle. Wir sind ja auf jeden einzelnen Sponsor zugegangen. Und da muss man sagen, das war schon toll, dass das auch so honoriert wird und gewertschätzt wird von den Sponsoren, dass der Erfolg, den sich der Verein erarbeitet hat, den sich die Mannschaft erarbeitet hat, dass die Sponsoren diesen Weg mitgehen. Normalerweise ist es so, dass wenn man in eine neue Liga aufsteigt, gleichzeitig die Ticketpreise enorm steigen. In diesem Fall ist es nicht wirklich passiert. Also die Preise sind
geringfügig gestiegen und vor allem die Dauerkartenpreise sind vergleichsweise günstig, wenn man das so mit der Liga vergleicht. Ist das so ein bisschen auch ein Dankeschön an die Fans für die letzten Jahre? Ja, also das sicherlich, weil wir sind uns darüber im Klaren, dass wir in der Oberliga sicherlich, was den Preis oder Eintrittspreise betrifft, sicherlich auch ein teures Pflaster waren. Und hat sicherlich auch der ein oder andere Fan mal gemurrt oder gesagt, das könnte vielleicht auch mal 2-3 Euro günstiger sein, das ist uns schon klar gewesen, aber der Verein hat das aber auch gebraucht und der Verein braucht das auch. Und deswegen war schon, also Frank Neuhaus ist vor allem der, der auch dann das Preismodell, sage ich mal, dann auch ausgearbeitet hat, der dann gesagt hat, lass uns einfach mal ein bisschen den Ball flach halten, ne? Und das ist das Ergebnis dann geworden, ne? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal im letzten Part noch so ein bisschen in die Zukunft, was so den Verein betrifft. Welche sportlichen Ziele hat sich der Verein denn so in den nächsten Jahren grundsätzlich gesetzt? Also das Hauptziel ist erstmal, sich in der Regionalliga zu etablieren. Und das heißt, dass wir mit Abstiegskampf, sage ich mal, in den nächsten Jahren wenig oder nichts zu tun haben wollen, sofern das bei 4 Absteigern in dieser Liga möglich ist. Das muss man ja dazu sagen. Als 10. kann man auch in Abstiegsgefahr sein in der Regionalliga. Das geht ganz schnell. Aber das war eben nicht immer, ich sag mal, dass die Wasserkante hier ist, ne, sondern dass das ein dass wir da schon ruhig gut mitkommen und dass wir uns dann peu à peu weiterentwickeln. Und da muss man einfach sehen, was wirtschaftlich geht. Ich meine, Gütersloh ist eine Großstadt, ist eine wirtschaftlich sehr starke Stadt, ist ein Kraftprotz und der Kreis Gütersloh ganz besonders. Der Kreis Gütersloh ist der zweitstärkste Kreis in Nordrhein-Westfalen, was die Industrie angeht. Also das heißt, die Wirtschaftskraft ist ja da. Und da muss man einfach sehen, was geht und das wird dann entsprechend, hoffen wir, dass wir es gut umsetzen können. Und natürlich müssen wir mit unseren Personalentscheidungen, müssen Rob und Julia mit ihren Personalentscheidungen im sportlichen Bereich natürlich häufiger richtig liegen als falsch liegen. Da werden wir einen guten Weg gehen, bin ich ganz sicher. Also mit anderen Worten, wenn man es so ein bisschen ironisch formulieren würde, obwohl man Tabellenerster in der ewigen Oberliga-Westfalen-Tabelle ist, möchte man, wenn möglich, keine weiteren Punkte in der Liga sammeln. Nein, also so kann man das gut ausformulieren. Also wir haben demnächst hier den Oberliga-Staffeltag, den wir als Meister ausrichten dürfen. Und da wird so ungefähr, da wird die Kernaussage sein, wir haben gerne Oberliga gespielt und wir sind den anderen Vereinen dankbar für die Gastfreundschaft. Aber wir sehen euch gerne wieder, aber wenn, dann in der Regionalliga. Das klingt doch sehr gut. Würden Sie sich denn wünschen, den FC Gütersloh irgendwann nochmal in der zweiten Liga zu sehen? Weil man da früher ja schon mal war. Ich habe das ja 3 Jahre mitgemacht. Also jetzt nicht als Mitarbeiter von Radio Gütersloh und war da ganz nah dran. Ich muss ehrlich sagen, wenn der Verein das kann und wir die Kraft haben und das Personal haben, natürlich wäre das ein Traum, gar keine Frage. Aber mein persönlicher Traum ist das eigentlich gar nicht. Mein persönlicher Traum ist eigentlich, dass der Verein einfach die nächsten Jahre wirtschaftlich standfest und sicher ist. Gerne in der zweiten Bundesliga, aber wenn wir das in der Regionalliga schaffen oder in der dritten Liga schaffen über einen gewissen Zeitraum, dann haben wir eine Menge erreicht. Ich würde deswegen, aber ich rede nur von mir, ich weiß nicht, wie jetzt meine Kollegen darüber denken oder Thomas Hagedorn oder andere darüber denken oder Fans darüber denken, aber dann haben wir schon eine Menge erreicht und da muss man sehen, was darüber hinaus noch möglich ist. Und ich meine, wir schauen jetzt hier gerade aus dem Fenster und sehen das Stadion. Gibt es denn hier irgendwie Pläne in Zukunft, dass hier vielleicht irgendwas saniert wird oder vielleicht sogar ein neues Stadion in Planung ist? Ja, es gibt ja einen Investitionsplan der Stadt Gütersloh, wo auch wo im Stadion investiert werden muss. Und das ist auch entschieden. Das ist halt im Laufe der letzten Jahre nicht passiert. Da kann man die Stadt auch wirklich verstehen, weil durch die unsichere Situation beim FCG hat man eben gesagt, wir lassen dies oder jenes. Über manche Sachen kann man auch diskutieren, zum Beispiel ob die Sitzschalen auf der Tribüne, die mehr Komfort bringen, ob die nötig sind, weil auf der anderen Seite kostet uns das Plätze auf der Tribüne. Das muss man auch so sehen. Ne? Aber das wird sicherlich über kurz oder lang wird das passieren und muss auch passieren. Es geht ja auch zum Beispiel um die Wellenbrecher, die müssen auch erneuert werden. Das Stadion hat ja eine reduzierte Kapazität von 8.400 Zuschauern. Das ist in der Regionalliga absolut in Ordnung. Ich denke mal, das wird auch reichen in der Regionalliga. Aber trotzdem ist es ein Stadion ausgelegt für 12.500 Zuschauer und deswegen wäre es schon schön, wenn das dann auch früher oder später dann auch wieder für 12.500 Zuschauer zugelassen wird. Wir müssen ja nur theoretisch gegen Holstein Kiel gewinnen und dann kriegen wir vielleicht einen Gegner, der noch interessanter ist. Dann sind vielleicht 12.000 schon fast zu wenig. Ja, also ich will damit sagen, man weiß, es kann im Fußball ganz schnell gehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das passiert. Aber es hängt natürlich dann auch daran, wann das möglich ist. Ich meine, man sagt ja, im Pokal ist alles möglich. Rechnen Sie sich Chancen aus? Zumindest kleine?
Klar, also das traue ich unserer Mannschaft zu. Wir sind natürlich krasser Außenseiter, das muss man sehen. Aber ich habe ja auch schon erlebt, wie der SC Wiedenbrück als Regionalligist Fortuna Düsseldorf geschlagen hat mit dem Stadion im Rücken. Und wir werden auch das Stadion im Rücken haben. Wir haben eine gute Mannschaft. Ich bin da zuversichtlich, dass sie auch in der Regionalliga einen guten Job machen wird, sage ich mal. Und wenn es lange 0-0 steht und die Leute merken auf der Tribüne, da geht vielleicht was. Und die Mannschaft merkt dann vielleicht irgendwie nach 50 Minuten, 60 Minuten, da geht vielleicht was. Dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also das, aber wir sind Außenseiter, das ist so. Man kann es ja genauso gut umdrehen. Holstein Kiel hat ja, glaube ich, vor 2 Jahren gegen den großen FC Bayern gewonnen. Warum soll es diesmal nicht andersrum sein, dass der Gütersloh sich durchsetzt? Ne? Holstein Kiel hat gegen Bayern München gewonnen, das würde ich Ihnen auch jedes Mal wünschen. Aber Sie haben auch beim SC Verl mal verloren. Im Pokal. So in diesem Sinne. Ja, dann komme ich tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, aktuell findet ja die Damenfußball-WM statt. Gibt es irgendwelche Pläne seitens des Vereins, dass auch so ein bisschen mehr im Frauenfußball passiert in den nächsten Jahren? Also ich finde Frauenfußball und auch den FSV Gütersloh absolut interessant und finde auch, dass der FSV ein Aushängeschild ist in der Stadt und auch darüber hinaus in der Region. Und ich fände es damals schade, dass die Frauen den FC Gütersloh verlassen haben, aber es war nachvollziehbar. Und ich fände es gut, wenn wir in welcher Form auch immer, ob jetzt mit einer eigenen kleinen Abteilung oder zusammen mit dem FSV. Aber ich fände es gut, wenn wir da im Bereich Frauenfußball auch dann irgendwann mal aktiv sind. Der DFB möchte das auch. Man sieht das ja an den großen Vereinen, Schalke 04, Borussia Dortmund, die jetzt alle im Frauenfußball aktiv sind. Und ich fände es schön und schauen wir mal. Ja, dann denke ich, ist das auch irgendwie ein ganz gutes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute Gast in unserer allerersten Folge warst. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Wir haben uns auf jeden Fall alle Mühe gegeben. Ich bedanke mich. Und wünsche dem FC Gütersloh natürlich alles Gute in der neuen Saison. Danke, gerne wieder. Danke auch.